Es sind definitiv schwierige Hardware-Zeiten für uns und deswegen denke ich, kommt dieses Gewinnspiel wie gerufen, denn du kannst diesen Gaming-PC im Wert von 1.000 € gewinnen. Du willst diesen PC gewinnen? Dann solltest du dieses Video auf jeden Fall sehr aufmerksam anschauen und die mehr oder auch weniger gut versteckten Hinweise beachten. Mithilfe dieser Hinweise kannst du dann die Fragen im Teilnahmeformular beantworten, nicht als Kommentar unter diesem Video, und mit etwas Glück kannst du diesen PC bald dein eigen nennen. Wer aktuell einen PC bauen will, steht vor der Tatsache, dass irgendwie alles teurer geworden ist und Grafikkarten gibt es quasi nicht mehr wie Sand am Meer und deswegen muss man einfach mehr Geld ausgeben. Und so sind beispielsweise manche Preisbereiche, wie zum Beispiel 500 oder 600 €, absolut sinnbefreit. Dort musst du dich beispielsweise mit älterer oder vergleichsweise auch nicht zukunftssicherer Hardware zufrieden geben. Ich meine, ein i3 in 2021 zu kaufen, finde ich jetzt irgendwie nicht so sinnvoll. Vor allen Dingen, weil es für 30 € mehr einen Core i5 gibt. Auch ich habe für dieses Projekt in die Tasche gegriffen und in einen Core i5 10400F investiert. Eine extrem gute CPU. 6 Kerne, 12 Threads, ein Turbotakt von 4 GHz auf allen Kernen. Er ist sogar besser als ein Ryzen 5 3600 und kostet 50 € weniger. Möglicherweise etwas Overkill. Aber die G-Skill Trident Z-Module mit 16 GB und 3000 MHz inklusive RGB-Beleuchtung sind halt einfach extrem schön anzusehen und sie funktionieren immer. CPU und RAM sitzen auf einem Asus TUF Gaming H470 Pro inklusive dem ALC 1200 Soundchip, drei RGB-Anschlüssen und einer sehr guten Spannungsversorgung. Außerdem kannst du mittels BIOS-Update die neuen Rocket Lake S Core i11000 CPUs nutzen. Credits gehen an Asus für die Bereitstellung des Mainboards. Außerdem gibt es eine 480 GB SSD und das 400 Watt Netzteil von Be Quiet in dem Bitfinex Nova Mesh SE TG. Ein echt schickes Gehäuse mit 4 ARGB-Lüftern ab Werk und einer sehr guten Kühlung. Die 4 ARGB-Lüfter werden über einen kleinen Hub auf der Rückseite in Verbindung mit dem Mainboard gesteuert. Ebenfalls über das Mainboard gesteuert wird die neue G-Skill Enki 240er I/O Wasserkühlung, die besonders mit dem Trident Z-Arbeitsspeicher eine sehr coole Kombination darstellt. Besondere Features wie zum Beispiel eine konvexe Kühlplatte für einen verbesserten Kontakt zur CPU bzw. CPU-IHS, High-Flow-Tubes mit 8 mm Innendurchmesser und die ARGB-Beleuchtung mittels 3-Pin 5-Volt-Anschluss machen die M-Key auf jeden Fall sehr interessant. Aber so ein bisschen Kritik bzw. Optimierungsmöglichkeiten sehe ich auf jeden Fall. Zum Beispiel würde ich persönlich die Schrauben am oder auf dem CPU-Block einfach mal schwarz halten. Und ganz ehrlich, das Montagesystem ist halt einfach etwas frickelig. Aber für die erste I/O eines Arbeitsspeichergiganten ist das für den Anfang schon echt gut. Vor allem ist die Pumpe leise, die Kühlleistung stimmt. Ja gut, okay, der Core i5 ist jetzt auch nicht unbedingt ein Hitzkopf, aber besser haben als brauchen. In der Summe auf jeden Fall eine schöne Kombination. Zur Grafikkarte kommen wir gleich. Jetzt gibt es erstmal einen kleinen Werbespot. Seit Januar verfügbar konnte ich nicht widerstehen, einen Cyberpunk 2077 PC im neuen Corsair 5000D zu bauen. Unter anderem gibt es das 5000D mit geschlossener Front und das 5000D Airflow mit einer perforierten Front, dessen Design sich auch im neuesten Corsair Engines RGB Pro SL wiederfindet. Beide Gehäuse bieten ein Fan-Hub auf der Rückseite und zwei 120 mm Lüfter ab Werk. Somit sehr schlicht, aber auch sehr schön anzusehen. Du möchtest RGB? Dann ist das IQ 5000X RGB für dich ideal, denn es bietet gleich drei RGB-Lüfter und den dazugehörigen Lightning Node für eine kinderleichte Steuerung mittels Corsair IQ. Das Cyberpunk-Setup mit zwei 360er Radiatoren passte problemlos in das 5000D hinein und falls du später die geschlossene Front gegen die Airflow oder auch Glasvariante tauschen möchtest, ist das auch kein Problem. Mehr dazu gibt es in der Videobeschreibung. Eigentlich wollte ich auf eine GTX 1660 Super zurückgreifen, allerdings konnte CSV Direct trotz Ablager verfügbar nicht liefern und so habe ich dann mal eine Asus RX 550 XT Strix gekauft, natürlich
in der 8 GB-Version. Auf unserer Website gamingguides.de findest du weitere geile Gaming-PCs. Für jeden Geldbeutel ist etwas dabei. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Die komplette RGB-Steuerung erfolgt über die Asus Armoury Crate. Ich sage auch mal Armoury Crate Software. Weil man ganz ehrlich sagen muss, Asus Aura war halt einfach der schönere Name. Auf jeden Fall lässt sich das Ganze darüber steuern. Doch jetzt kommt die Frage auf, wie viel Leistung kannst du eigentlich gewinnen? In COD Warzone mit Full HD und hohen Einstellungen erzielt dieser PC stabile 90 bis 100 FPS. Damit läuft COD auf jeden Fall sehr flüssig und natürlich kannst du mit diesem PC auch noch streamen. Assassin's Creed Valhalla in Full HD und hohen Einstellungen. Auch dieses sehr aktuelle Spiel lässt sich problemlos mit 60 FPS zocken. Mehr ist immer besser, sage ich auch immer wieder, gebe ich euch recht, aber bei ACV muss ich sagen, da reichen die 60 FPS vollkommen aus. Eine Runde Rainbow Six Siege, kein Problem, denn Six Siege rennt mit Full HD und sehr hohen Einstellungen sehr flüssig mit 180 bis 200 FPS. Natürlich kann das je nach Map variieren, aber in der Summe läuft es echt super flüssig. Falls du dich jetzt fragst, was ist das oben links, womit du die FPS anzeigen kannst, das nennt sich MSI Afterburner in Kombination mit RTSS. Link dazu in der Videobeschreibung. Dein möglicherweise geliebtes Fortnite rennt auch in Full HD und dem Preset hoch, ebenso gut wie die bisherigen Spiele. Mit 150 FPS im Durchschnitt kann man auch hier definitiv nicht meckern. Auf jeden Fall eine geile Leistung, aber wenn man das jetzt mal vergleicht zwischen der aktuellen Preissituation und von vor ein paar Monaten, sagen wir mal Q3 2020, hat man die gleiche Leistung auch schon für 600 oder 700 Euro bekommen. Wisst ihr noch, als es im November als auch Dezember hieß, wartet lieber noch bis Anfang 2021, denn aktuell sind die Preise zu hoch? Tja, dumm gelaufen, würde ich sagen. Für alle, die gewartet haben, denn du hast umsonst gewartet, denn Ende Dezember, Anfang Januar konnte man mit etwas mehr Geld als üblich noch einen guten PC bauen. Mittlerweile, bräuchte eigentlich gar nicht mehr zu sagen, wird es schon echt super schwierig. Die Situation ist allerdings noch blöder als gedacht. Aktuell kaufen die Leute mittlerweile, egal zu welchen Preisen, einfach alles. Die Nachfrage bleibt. Die Händler können somit auch die absurdesten Preise verlangen. Und jetzt könnte man meinen, lasst uns doch einfach alle warten. Und da sehe ich das nächste Problem, denn wenn wir jetzt alle warten, Preise und Verfügbarkeit besser werden und dann alle auf einmal losgehen und kaufen wollen, bricht der Markt wieder zusammen und es geht von vorne los. Deswegen denke ich, muss man jetzt einfach mal in den sauren Apfel beißen und mehr Geld in die Hand nehmen als beispielsweise letztes Jahr noch um die Zeit oder Mitte des Jahres, blablabla. Neulich habe ich zum Beispiel eine GTX 1660 Super im Auftrag für jemanden gekauft für 350 Euro. Mittlerweile, und so hart das auch klingt, ein echt guter Preis. Aber ich habe da eine Lösung, die allerdings nur für diejenigen gilt, die bereits eine gute Grafikkarte haben. Und diese Lösung präsentiere ich euch in ein paar Tagen. Auch deswegen und für weitere Gewinnspiele lohnt es sich, den Channel zu abonnieren. Das Teilnahmeformular ist in der Videobeschreibung verlinkt. Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat und viel Glück beim Gewinnspiel und lass dir die Stimmung nicht versauen, wenn deine neue Hardware gerade nicht lieferbar ist. Das wird schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.